Okay, alter Mann, wir hören dir zu, wenn du unbedingt mit uns sprechen willst. Oh, hallo Freunde. Es ist meine Freude zu treffen euch. Bist du Yoda? Du sprichst jedenfalls komisch. Ihr seid Helden von Schwertküste. Ich lange darauf gewartet habe, euch kennenzulernen. Bin Menders von Tiefwasser und suche nach kleinen Wahrheiten in diesem Land. Wir, das heißt ich, möchte euch bitten um einen Gefallen. Ich nicht arm bin und ein großes Herz habe für Freundschaften. Könnt ihr helfen, einem gutmütigen Kerl bei der Suche nach Weisheit? Das Streben nach Wissen ist ein würdiger Zeitvertreib, mein Freund. Wenn ich kann, werde ich euch helfen. Sucht besser eine Bibliothek auf, mein Herr. Für Leute wie euch habe ich keine Zeit. Ihr erwähntet Geld. Na, dann machen wir mal das Streben nach Weisheit. Passieren tragische Dinge in dieser ungerechten, wie sagt man, Welt. Die Leute mit Macht, die verletzen die Leute ohne Macht. Sie zerstören die Dinge, die uns lehren, ein besseres Leben. Um zu sagen die Wahrheit, es wäre besser, wenn diese Leute nie wären geboren worden. Diese Händlerliga, diese schlechten Männer, die finden die Insel westlich von hier. Die Insel hat ein gebrochenes Schiff, ein Schiffswrack, sehr altes Schiffswrack heißt es. Wie hat die Händlerliga diese Insel entdeckt? Sie zur neuen Welt segeln und ein großer Sturm sie hat nach Osten geblasen. Die Segler nicht steuern können das Boot und es fast zerschellt auf Felsen der Insel. Es ist sehr stürmisch, aber sie können sehen, das alte Wrack, sie zurückkommen nach Baldur's Tor und verkaufen die Seekarten an Händlerliga. Die pocken über sie. Warum ist die Händlerliga an einer Insel interessiert, die mitten im Irgendwo liegt? Was gibt es dort außer gefährlichen Ufern und einem verrottenden Schiff? Worauf wollt ihr hinaus, mein Herr? Nehmen wir das Erste. Diese Händlerleute sind gierig. Sie die Insel und das Schiff wollen, mögen verfaulen ihre Knochen in neuen Höhlen. Okay, er klingt langsam ein bisschen nicht mehr so freundlich. Die Händler wollen Schätze aus neuer Welt. Das Meer ohne Spuren ist sehr weit, also Schiffe von Händlerliga müssen anlegen und Vorräte aufnehmen. Sie wollen anlegen bei Imerda, aber der Elfenort ist zu weit nördlich. Der einzige Ort zum Anlegen ist Sundra auf Lantan, aber die Gebühren sind teuer. Die Händler zu viel Geld verlieren in Sundra. Die Seeleute der Händler sehen mehr als nur ein Schiffswrack auf Insel. Sie sehen auch ein großer Hafen. Sie möchten umwandeln diesen Hafen in neue Anlegestelle für Schiffe von Tiefwasser oder Baldur's Tor. Was ist mit dem Schiffswrack? Die Matrosen von Händlerliga sehen Hinweise auf dem Schiff. Das Wrack, mein Held, ist das Schiff von Balduran. Diese Männer glauben, dass Balduran hatte viele Schätze auf seiner letzten Reise an Bord. Vielleicht es war, aber auf dem Schiff gab es auch viele Artefakte. Dieses Ding enthalten Geheimnisse von Baldurans Schicksal. Ich möchte auffinden das Logbuch des Schiffs. Ich möchte auch lösen das Geheimnis der letzten Reise von Balduran. Die Händlerliga wird zerstören die Artefakte, um zu bekommen den Schatz. Das darf nicht sein. Wenn ihr mir helft, erhalte ich die Dinge, die sind für mich von Wert. Ihr bekommt den Schatz und die Händler bekommen nichts. Ihr werdet helfen, ja? Ich fürchte, ich kann euch im Moment nicht helfen, vielleicht später. Obwohl es meinem Gewissen zuwiderläuft, die blindunschuldige Händler zu verhalten, werde ich euch helfen. Menders, ihr arbeitet eindeutig für eine edle Sache, ich werde euch helfen. Ich habe genug davon, alter Mann, geht mir aus dem Weg. Obwohl es meinem Gewissen zuwiderläuft, die blindunschuldige Händler zu verhalten, werde ich euch helfen. Ich sofort besorgen das Boot. Es jedoch gibt ein kleines Problem. Diese Männer, die haben gefunden Inseln, sie halten Seekarten verschlossen. In Baldur's Tor gibt es Gebäude beim Platz der Händlerliga mit Namen Zählhaus. Ihr findet nordöstlich von Taverne Elfgesang. Dort drin sind Seekarten. Wahrscheinlich hat Schiffskapitän sie. Ich weiß nicht von solchen Dingen wie dem Zurückholen von Karten, aber ihr seid Held und für Helden, das ist kein Problem. Es mag sein ein bisschen gefährlich, also werdet ihr euch kleines Gold für die Karte geben. Hier, ihr werdet hier, ich hier werden auf euch warten. Betrachtet das erledigt, ich werde zurückkommen, so schnell ich kann. Ja, nehmen wir das erste. Bitte euch beeilen, Freunde, ich brauche Karte bald. Die Händler bereiten Schiffe vor, während wir sprechen hier. Fenris Bolon hat uns erzählt, dass Duldaks Turm von einem berühmten Zwergenhelden namens Duldak Trolltöter erbaut wurde. Seine angesammelten Reichtümer wurden jedoch von einer Gruppe Gedankenschinder begehrt, die Duldaks Familie mit Hilfe von Doppelgängern umgebracht und ersetzt. Die Duldaks Familie umbrachten und ersetzten.
Jetzt lese ich schon so komisch wegen dem Typ gerade eben. Der Held brachte die Bestien zwar um, wurde dabei jedoch verrückt. Ach so, das meinte er wahrscheinlich mit Seelenhäuter, der eine draußen. Er brachte überall im Turm Fallen an und verschwand selbst in dessen Tiefen. Menders hat uns zum Zählhaus der Händlerliga in Ballastur geschickt. Wir sollen dort die Seelkarten für ihn besorgen. Das Zählhaus sollte sich im Nordosten der Stadt befinden. Okay. Ja. Das ist der Weg gut. In das dritte Gebiet, beziehungsweise das vierte Gebiet. Nämlich, ja, wir haben jetzt... Oh, wer bist du? Kalan. Hallo, Kameraden. Kalan heiße ich und bin der Albtraum aller Fische der sieben Meere. Euch habe ich noch nie zuvor gesehen. Neu hier. Fischst du etwa mit einem Schwert? Ja, wahrlich. Ich bin hier, um mich mit einem Gelehrten namens Menders zu treffen. In der Tat, dies ist mein erster Besuch im hübschen Ulgorsbeard. Gelegen an der wunderschönen Schwertküste, eine kurze Kutschfahrt entfernt von der Insel von Baldurs Tor. Ah, Kollege, geboren und aufgewachsen bin ich im Beard. Doch meine Adern fließt das Salzwasser und auf meinen Lippen liegt mir ein Seemannslied. Pass auf, wo du in eure Nase hineinsteckst, so steche ich sie euch ab. Nehmen wir das da. In der Tat, dies ist mein erster Besuch, weil wir sind nicht hier, um uns mit Menders zu treffen, sondern es ist einfach unser erster Besuch. Ein silbernes Zünglein habt ihr. Der Beard ist so hübsch wie der Hintern eines Maultiers und riechen tut er wie ein Fisch, der 10 Tage kein Wasser gesehen hat. Willkommen, mögen euch die Flöhe wohlgesonnen sein und die Frauen lieben. Sehr charmant. Sorgt euch nicht drum, ihr seht ein bisschen verwirrt aus, Kameraden. Kann ich euch helfen? Nein, Fitzlaus, ich bin nur für besser dran. Ja, kennt ihr Mentors von Tiefwasser? Ich bin schon viele Tage unterwegs und suche die Gesellschaft des anderen Geschlechts. Nein. Kennt ihr Mentors? Mentors? Hä? Grimmiger Typ, nie ein freundliches Wort. Oder wie geht's der Alten? Ich nehme an, ihr kennt ihn. Sagt mir, was für einen Eindruck ihr von ihm habt. Ich möchte kein schlechtes Wort über einen Auftraggeber hören. Ihn weg mit euch, Seeratte. Er ist ein brummeliger Taugenix. Kennt ihr ihn schon lang? Nehmen wir das erste wieder. Ja, ich kenne ihn schon lang, wie er im Beard ist. Aber mit ein bisschen Gold in der Hand erinnere ich mich besser. Ah, ich verstehe, hier sind 20 Goldmünzen. Ja, ich denke schon, also dann los. Menders kam im letzten Jahr zum Beard, hat das Haus vom alten Svensson gekauft. Er behauptet, er wäre aus Tiefwasser. Aber ich habe Leute gekannt von der Stadt der Reichtümer. Und die sprechen unsere Sprache dort mindestens so gut als ich. So gut wie ich, meint ihr. Nee, besser. Wie auch immer, wo auch immer er herkommt, mit uns kleinen Leuten will Menders nichts zu tun haben. Die meiste Zeit ist er allein in seinem Haus. Jeden Monat geht er ein paar Tage weg, das ist alles. Mehr weiß ich auch nicht. Toller Witz der deutschen Grammatik übrigens. Unsere Sprache mindestens so gut als ich, so gut wie ich. Als und wie, ja. Mein Dank, Kellern, ihr habt mir sehr geholfen. Mögen die Fische bei euch immer anbeißen. Ihr seid ein verzauberter Zauberer. Vielen Dank und mögen die Fische sich von euch gern ködern lassen. Nehmen wir das erste, das zweite klingt so geschleimt. Ist das Wenigste, was ein Kerl tun kann. Einen schönen Tag euch allen. Ja, Kumpel. Hast du es noch was zu sagen? Ich weiß nur nichts, das euch helfen könnte. Ja. Mendes kam erst im letzten Jahr nach Ulgotspiert. Er behauptet zwar aus Tiefwasser zu sein, aber Kellen kennt Leute von dort und die sprechen dort einen ganz anderen Akzent. Er muss also ursprünglich irgendwo anders her sein. Ein mit allen Meerwassern gewaschener Seemann namens Kellen erzählte uns, dass Mendes, der Gelehrte aus Tiefwasser, gerne für sich bleibt und mehrere Tage im Monat geschäftlich unterwegs ist. Okay. Gut, das heißt, wir können uns hier noch zu Ende umschauen. Dieser Turm ist schon lange verlassen. Da befindet sich nichts als Schutt. Warum finden wir eigentlich immer nur kaputte Leuchttürme hier in Baldur's... Also in Baldur's Gate 1 und nie einen funktionierenden? Das finde ich immer irgendwie seltsam. Ich meine, da war schon mal der Leuchtturm südlich von Kerzenburg, war der doch? Ja, klein Stückchen südlich von Kerzenburg. Hier in Baldur's Gate weiß ich gar nicht, ob da ein Leuchtturm steht.
muss ich ehrlich zugeben. Und der hier bei Ulgots Bier, das ist auch im Eimer. Sehr schön. Da soll sich ja auch mein Seefahrer auf die Leuchttürme hier verlassen können. Ihr seht nicht so aus, als seid ihr von hier. Du bist nun bürgerlicher, von dir wollen wir nichts. Und ja, damit wäre Ulgots Bier fast aufgedeckt, bis auf der schwarze Fleck hier drüben, aber da gehen wir ja jetzt eh zurück. Oh, du solltest das hier unbedingt anlegen. So bist du nämlich immun. Dieses Amulett bietet dem Träger Schutz gegen Bezauberung, Verwirrung, Furcht, Herrschaft, Gedankenlesen, Gesinnungserkundung, Festhalten, Betäubung, Schlaf und Schwachsinn, ähnlich dem Magiezauber des 8. Grades, Gedankenlehre. Die Schutzwirkung benötigt jedoch eine Ladung bei jeder Verwendung und hält nur eine Runde an. Was wollt ihr? Super, sehr toll. Was macht der eigentlich? Okay, ich kann Leute mit meinem linken Umhang bezaubern. Ja. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Toll, das heißt, das Grünstein-Amulett war schon fast nutzlos. Oh, da steht noch jemand. Wer bist du denn? Ich habe nützliche Dinge. Klingt nach einem Händler. Ich vermute, ich kann euch nicht helfen, oder doch? Bitte beeilt euch, denn heute Nacht schließe ich für immer. Guter Händler, warum sorgt ihr euch? Ihr seht so bekümmert aus. Diese Behandlung dulde ich nicht. Ich werde meine Geschäfte woanders machen. Kein Grund, unhöflich zu sein. Wollt ihr mit mir ein Geschäft machen oder nicht? Guter Händler, warum sorgt ihr euch? Ja, ihr sagt alles schön, schön, aber Goldmünzen lässt hier keiner liegen. Immer dasselbe. Die Leute kommen rein und sagen schön, schön und gehen wieder. Ich habe keine Geduld mehr für dieses. Sieht nett aus, fühlt sich gut an, aber gekauft wird nichts. Wollt ihr etwas kaufen oder nur sagen, schön, schön und wieder gehen? Warum macht ihr den Laden dicht? Sicherlich nicht wegen eurer fröhlichen Natur. Von euren überheblichen Getue habe ich genug. Hinterhältige Ratte, lebt wohl und auf Nimmerwiedersehen. Ich wäre vielleicht interessiert. Sagt doch, womit handelt ihr genau? Ich verkaufe diese ganzen kleinen Kinkerlitzchen für die Touristen in Dulags Turm. Aber jetzt sind keine da. Wegen der Banditen auf der Straße bleiben die Leute weg und ich bleibe auf diesem ganzen Kram sitzen. Schlüsselsteine habe ich in allen Formen und Größen. Einige habe ich bei den Ruinen der Elfen gefunden und einige habe ich selber gemacht. Vielleicht sind einige davon gut oder auch alle sind schlecht. Aber sehen sie nicht nett aus? Ich sage euch, was ich tun werde. Ich verkaufe euch alles, was ich habe, für einen ganz, ganz niedrigen Preis, nur 500 Goldmünzen. Dann gehe ich heim, wo sie glänzenden Nipp zu schätzen wissen. Kauft ihr jetzt oder geht ihr? Für den Preis ist das zu teuer, senkt den Preis ein bisschen und ich werde es mir überlegen. Ich habe keinen Bedarf für eure Kinkerlitzchen. Der Handel ist abgemacht. Oh, zum Teufel, jetzt mache ich's. Senkt den Preis? Senken? Es sind meine ganzen Vorräte, die wollen noch weniger bezahlen. Lass mich nur ein paar Zeichen überprüfen. Nein, die Sterne haben sich nicht in Glühwürmchen verwandelt. Schleine fliegen noch nicht und die Niederebenen sind noch nicht gefroren. Also wird es nicht passieren. Als ich das letzte Mal in den Spiegel sah, hatte ich noch nicht das Wort auf meine Stirn tätowiert. Raus mit euch, verschwindet. Ich habe nützliche Dinge. Nützliche Dinge habe ich. Okay, wir können es nochmal versuchen. Womit handelt ihr? Der Handel ist abgemacht. Gut abgemacht. Dann nehmt alles und geht, sodass ich packen und gehen kann. Ich habe diesen Platz genug verschwendet. Okay, wir haben Gegenstände gekriegt. Erstmal ein Kurzschwert. Was heißt, der Charakter ist zu weit entfernt? Sammelt euch mal hier. Wo auch immer ihr gerade alle wieder rumstreunert. Ah, sind alle da. Sehr gut. Erst einmal ein Kurzschwert, was wertlos ist. Ein paar Ringe. Und anderes Geschmeide. Und zwei nicht identifizierte Schlüsselsteine. Zwergenrune, Schlüsselstein 1. Ein echt aussehender Schlüsselstein mit Zwergenrune. Er könnte eine ganze Menge Funktionen haben. Dann behalten wir den mal. Und das hier ist Schlüsselsteinfälschung. Bei näherer Betrachtung entpuppt sich das, was einst ein Schlüsselstein zu sein schien, als Edelstein von geringem Wert, mit dessen Oberfläche mehrere Symbole geritzt wurden. Die Fälschung selbst ist so ausgezeichnet gearbeitet, dass sie nur die Aufmerksamsten nicht täuscht.
Okay, wir haben eine Fälschung gekauft. War ja klar, sie hat uns ja. Der Zwerg hat uns. Der Gnom. Gnom ist er ja. Ich habe nützliche Dinge! Nützliche Dinge habe ich! Von der Übrigen habe ich genug. Ich habe keinen Bedarf. Auf Wiedersehen.